Und deswegen hier in diesem Hadith, und das ist der interessante Punkt jetzt, er sagt hier, قَارِبُوا وَسَدِّدُوا. In manchen Riwayat kommt vor, وَلَن تُطِيقُوا oder وَلَن تُحْصُوا. قَارِبُوا. قَارِبُوا heißt, haltet euch nah dran. Haltet euch nah dran. Was will er damit sagen? Yani er schließt damit ein, dass der Mensch nicht immer in der Lage ist, 100% yani, auf der Schnur zu sein. Sondern manchmal ein bisschen rechts ist, manchmal hat er Phasen, in denen es nicht so läuft, wie es sein sollte. Manchmal hat er Phasen, in denen es vielleicht ein bisschen in die andere Richtung geht. Aber er sagt hier, Qaribu, das heißt, hier werden auch die Absichten angesprochen, insbesondere mit dem Saddidu, Qaribu, Saddidu heißt ja, richtet sozusagen euer Augenmerk darauf. Haltet euch nah dran, wenn du bis nicht ganz 100% da bist, dein Augenmerk aber darauf richten. Also die Entschlossenheit zu haben. Aber wie gesagt, der Sinn und Zweck hier in diesem Hadith ist die Aussage wasaddidu, qaribu wasaddidu, also haltet euch nah dran. Das ist auch der realistische Part des Islams, der die Natur des Menschen eben beachtet und den Menschen in seiner Natur als Mensch anspricht. Ich schon gesagt habe, der Mensch ist kein Engel. Und von daher wird er auch entsprechend angesprochen, entsprechend behandelt und belastet.